Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit Australien, wo wir an den garantierten Freiheitsrechten arbeiten, wobei ich nicht weiß, was unbedingt gut ist. Da hatte ich mir nach der letzten Session einen Gedanken gemacht. Das Amt für Innere, ich weiß nicht, ob das abgeschafft wird. Wir haben ja aktuell durch die Geheimpolizei Reduktion der Protestbewegungsradikalität. Weiß ich nicht. Müssen wir sehen, aber wir gehen diesen Weg auf jeden Fall weiter. Technologie müsste auch bald kommen. Kristallglas ist angesagt und wir lassen jetzt, da kommt eine Eisenbahn in Neu-Süd-Wales. Danach kommen ein paar Universitäten, weitere Eisenbahnen. Wie sieht es denn aus mit Straßenerhalt? Hier hatte ich nämlich gesehen, können wir den Straßenerhalt nämlich abbrechen. Den brauchen wir garantiert nicht mehr. Hier oben nicht notwendig, hier nicht. Haben wir überhaupt noch irgendwo den Straßenerhalterlass laufen? In Neu-Süd-Wales, weil wir da gerade an der Eisenbahn bauen. Ja, die werden wir wahrscheinlich brauchen. Kann danach aber auch weg. Und wir lassen dann laufen. Lebensstandard müsste auch bald wieder einen hochgehen. 6 Wochen noch, bis das Gesundheitssystem auf 3 ist. Wir haben ja jetzt durch ein bisschen Geld wieder frei. Dann lasst uns hier die Steuer auf die Luxuskleidung wieder einführen. Machen wir ein bisschen weniger Verlust. Chiapas, Kristallglas. Gib mal Blei zum Glas hinzu, entsteht Glas, das aussieht wie Kristall. Was haben wir da? Also da können wir eh mal gucken. Ist ja eine neue Session für mich. Irgendwas. Nee, es ist nur das da, was ich gerne hätte. Wie ist der Glaspreis zum Beispiel? Lohnt es sich da zu investieren? Oh, würde sich lohnen. Aber wir haben keine Glasfabriken, ne? Nö. Das heißt, wir müssen nichts umstellen. Wir sollten uns aber wieder eine Tech ausgucken. Hier in der Produktion fehlt nur noch das chemische Bleichen. Das müsste über Spread gleich kommen. Beim Militär, Logistik und dann die zwei noch. Das heißt, da sollten wir vielleicht unterstützen. Denn hier kommt ja auch schon die letzte Technologie. Die Arbeiterbewegung. Dann unterstützen wir da jetzt bei der Logistik. Chemisches Bleichen kommt. Oh, wird jetzt heute nur eine Mini-Session, wahrscheinlich so 2 Folgen, weil ich nur ein bisschen Zeit habe. Aber der Block wird länger, also keine Sorge. Ist ja ein neuer Block auch. Gesundheitssystem ist auf 3, aber wir sehen, gehen da nicht automatisch hoch. Doch, jetzt 13,9. Oh, es geht uns so. Wo stehen wir denn da im Vergleich? Wir sind Vierter im Lebensstandard. Insgesamt auf Platz 22, sagt das Spiel. Ja, das BIP ist ziemlich weit unten noch. Ja,
Da sind wir nur Nummer 31. Lebensstandard aber gut. Ja, Bevölkerung. Aber ich weiß auch nicht, ob es besonders gut ist. Viel Migration. Obwohl wir, wenn die garantierten Freiheitsrechte natürlich kommen, könnte das nochmal Migration bedeuten. Aber werden wir schon irgendwie handeln? Gesetz ist in die Abstimmungsphase gegangen. Ja, das ist die Idee ist ja bei dem Gesetz, dass wir solange die Kleinbürger mit Shane Davis einen Radikalen an der Macht haben, 37 Jahre alt, dass wir sie melken, gesetzestechnisch ohne Ende. Also die Regierung gefällt mir echt, muss ich sagen. Da hat's Klack gemacht. Die antispanische Liga bietet Gelegenheit an. Die Lobby antispanische Liga hat uns eine Gelegenheit angeboten, Spanien zu einem Partner im Verteidigungspakt zu machen. Ihr Vorschlag soll, sofern angenommen wird, den spanischen Interessen entgegenwirken. Wieso sollte ein Verteidigungspakt mit Spanien, die unser Rivale sind, spanischen Interessen gegenwirken? Und würde Spanien sich überhaupt die Beziehungen sollten doch so mies sein, dass wir, ja, da kriegen wir doch niemals einen Verteidigungspakt. Was ist denn das? Oder ist das hier ein Fehler, dass wir uns einen Verteidigungspakt mit irgendjemand anders eigentlich gönnen sollten? Hier, das ist nicht in unserem Interesse. Geht zu Hause. Und dann haben wir da noch umstrittene Themen. Eine von der Bewegung Klassenwahl wiederherstellen, organisierte Veranstaltung wurde zu einer Massenschlägerei als Gegner der Bewegung die Menge unterwanderten. Als die Polizei eintraf, war kein Teilnehmer bereit, eine konsistente Aussage zu machen. Hier erheben wir Anklage gegen die Organisatoren der Veranstaltung. Minus 2 bei der Armee. Apropos Armee, wir hatten doch auch. Nee, haben wir nicht. Ach doch, wir haben zwei Seiten hier. Kasernen in Neu-Südwales. Die Eisenbahn ist jetzt hier. Das müsste doch eigentlich bedeuten. Oh, jetzt habe ich die Rohstoffförderung da abgebrochen. Ist es überhaupt sinnvoll, hier Rohstoffförderung zu haben? Wir haben da auch, na, es sind immer nur eine. Es sind insgesamt vier Fabriken, während wir bei Eisen- und Kohleminen doch deutlich voraus sind. Dann ist okay, kannst du den Erlass da wieder haben. So, wir könnten uns eine weitere Steuer gönnen oder wir gucken mal die anderen Staaten kurz durch. Hier haben wir sechs Fabriken und relativ wenig Rohstoff. Da könnten wir sogar mal drüber nachdenken, ob wir hier nicht, was können wir für eine Steuer gegebenenfalls? Ja, Tabak und die bringt nur 500, während die anderen halt bei Minder. Okay, Luxuskleidung knapp 1000, aber das sehe ich nicht. Wie sieht denn das in Queensland aus? Da lohnt weder noch. Und Südaustralien. Da wäre auch okay, wenn wir Rohstoffförderung hätten. Lebensmittel. Machen wir einen guten Schnitt mit. Wie ist das bei Werkzeugen?
Fertigungsfalle. Fertigungswerke sind... Das sind doch alles Fertigungswerke, ne? Ich denke ja. Dann kriegt ihr den. Alphabetisierung 57 finde ich auch gut. Wir könnten... In der Bildung können wir nicht weiter hoch. Im Gesundheitssystem könnten wir noch mal höher. Sehe ich im Moment aber als nicht notwendig an. Sparen wir uns lieber ein bisschen auf. Was ist denn da los mit Kaiser Walter schon wieder? Wir sind ja, glaube ich, vom... Nee, da ist aber Kaiser Walter. Ja, keine Ahnung, ob er dabei ist. Tatsächlich. Großbritannien ist auf der Seite der USA, die Portugal zum Protektorat machen wollen. Walter, ich verstehe dir nicht. Oder in anderen Worten, um einen Song zu zitieren, mein Gott, Walter. Wir haben auch noch 4 angepinnte Journaleinträge. Ja, das wird alles nicht passieren. Wir arbeiten jetzt an Universitäten. Das ist gut. Da haben wir bald eine in Queensland. Und jetzt machen wir wieder ordentlich Minus, weil die Privatwirtschaft nicht baut. Ist aber nicht schlimm. Aber ich werde auf gar keinen Fall wieder ins Negative gehen, denn die Zinsen haben uns echt gekillt. Inspirierende Rede fesselt die Öffentlichkeit. Heute Nachmittag hielt John Plunkett, das Oberhaupt, achso, steht ja auch hier, das Oberhaupt der Intellektuellen, eine Brandrede für die Einführung der garantierten Freiheitsrechte. John Plunkett ist ein Reformer, gefällt mir. Und da wir eh schon bei 70% sind, brauche ich die plus 15 nicht, sondern begnüge mich, bescheiden wie ich bin, mit plus 10 gebe John Plunkett Beliebtheit und seiner Interessengruppe Pop-Anziehung für die nächste Wahl, die das erste Mal eine allgemeine Wahl sein wird. Denn das Gesetz haben wir ja mit unserer... super tollen duften Regierung auch schon durchgebracht. Wie sieht's hier aus? Ihr kolonisiert vor euch hin, jo. Ich würde es schön finden, wenn die Privatwirtschaft wieder baut, denn das ist mir zu viel Verlust eigentlich. Aber ich möchte halt wegen der Technologie, wir sind ja weit entfernt von unserem Maximum, wirklich mit den Universitäten vorankommen. Queensland scheint jetzt eine zu haben, ne? Ja, hat eine Universität. Denn hier geht es jetzt im Nordterritorium und Westaustralien weiter. Habt ihr schon eine? Ihr habt auch schon... Oh Mann, wir sind so super. Da können wir dann Rugby-Mannschaften
gegeneinander spielen lassen von den Unis. Oh, jetzt bauen die Privaten wieder und prompt gehen die Verluste auf. Glashütten, das ist gar nicht verkehrt. Denn der Glaspreis war ja auch recht hoch. So, garantierte Freiheitsrechte, nächste Runde und da haben wir sie. Das staatliche Amt für Inneres konzentriert sich nur darauf, sich um die Anliegen der Bürger zu kümmern und darf nicht ohne triftigen Grund gegen sie ermitteln oder sie festnehmen. Wir haben jetzt die Protestbewegungsradikalität ist jetzt nicht mehr gesenkt, aber ich denke, damit kommen wir klar. Das sollte alles schön und schick sein. So, dann brauchen wir ein neues Gesetz beiziehen. Ja. Wir hatten ja gesehen, kulturelle Ausgrenzung ginge. Da hätten wir aber nicht die Billigung der kleinen Bürger. Glaubensfreiheit ist gut, das ist gut, Berufsarmee gut. Hier, nein. Proportionalsteuern sind nur die Gewerkschafter. Nee, ich glaube, wir sind relativ gut. Das heißt, da die ultra loyal sind, die Kleinbürger, würde ich es wahrscheinlich probieren. Die Landbewohner gehen von 7 auf 2. Die Kleinbürger von 20 auf 15. Aber wir haben halt so viel. Wie ist denn der Unterschied hier? Kulturursprungseigenschaft mit einer der Hauptkulturen. Da ist doch überhaupt keine Änderung, oder? Warum sollte ich das dann nehmen? Hier bräuchten wir Menschenrechte. Ne, das mit der Kulturursprungseigenschaft ist identisch. Unterschied ist wir haben hier unten weniger Autorität und dafür weniger Radikale bzw. Loyalisten durch sinkenden oder steigenden Lebensstandard. Wenn wir mit dem Lebensstandard aber wirklich gut fahren, ist mir die Rassentrennung eigentlich relativ egal aktuell, muss ich sagen. Was mich noch interessieren würde, ich würde gerne wechseln auf eine parlamentarische Republik. Aber das geht halt nur, und das halte ich auch für Blödsinn, wenn wir weg wären von der Präsidialrepublik vorher. Der direkte Wechsel von Präsidialrepublik zu parlamentarischer Republik wird irgendwie nie unterstützt. Und da wir auch keinen Zwischenschritt machen können, nö. Ich glaube, wir sind hier wirklich so modern, wie wir nur sein können. Wir könnten Protektionismus noch probieren. Aber es wäre nur 4% wegen der Landbewohner. Freihandel ist natürlich niemand interessiert. Da müssten wir irgendwie die Industriellen reinbekommen. Von daher, also eine 4% Chance versuche ich gar nicht. Und bei Migrationskontrollen, aktuell ist doch die Situation relativ gut, oder? Wo
Wo kann man denn die Beschäftigung auf einen Blick sehen? Gibt es dafür? Nee, das ist global, das interessiert mich nicht. Westaustralien ist ganz schön leer. Nordterritorium, wenn man die beiden zusammenzählt, noch 30. Hier sind wir auch ziemlich leer in Queensland. Hier unten haben wir noch 20. Neu-Süd-Wales knapp 100. Hier haben wir noch ordentlich Bevölkerung. Tasmanien nicht. Südinsel und Nordinsel sind auch leer gelutscht. Das heißt, wenn wir Migration bekommen, ist das okay. Also sind unsere Gesetze für mich erstmal primstens. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Wir sind arbeitslos. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch um Probleme kümmern. Munition und Motoren aktuell. Munition und Motoren. Wenn wir natürlich mehr Eisenbahnen bauen. Diese Fabrik funktioniert ja überhaupt nicht richtig. Ja, vielleicht tut sich da was, wenn wir durch die Anzahl der Eisenbahnen gleich höheren Bedarf schaffen. Logistik führt zu Triage. 20% mehr einberufbare Bataillone. So, hier ist nur noch die Triage. Die wird automatisch kommen. Über Spread jetzt. Produktion, chemisches Bleichen. Fangen wir hier an zu unterstützen bei der Arbeiterbewegung. Ach Walter, was machen wir denn mit dir? Du willst uns auch partout keine Unterstützung geben, ne? Unsere Beziehungen sind bestens. Wir können mal den da probieren. Das werden sie ablehnen. Und dann verbessern wir wieder Beziehungen mit Walterchen. Haben wir mit Indien inzwischen maximale Beziehungen? Ja, einvernehmlich. Zieht weiter in den 18.000, zieht er raus über Diplomatiepakte. Skandal unter den Frommen. Es hat sich herausgestellt, dass Louis Hope, also das Oberhaupt, ne? Ja, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche insgeheim eine Affäre mit einem Mitglied des Klerus hatte. Man verlangt nach seinem Rücktritt. Wie alt ist denn der? 48. Ach kommt, ignorieren wir das. Ignorieren wir, was er mit Schaf Dory gemacht hat. Wie hieß das? Wie hieß denn das erste geklonte Schaf? War das?
War das Dory? Und es war, ja, ich war schon, es war schon wieder ein schlechter Scharfspruch hier. Das Metallkombinat, dem könnte es auch besser gehen, ne? Stahlwerke Durchsatz. Wahrscheinlich könnten wir da. Was Besseres finden. Wann ist eigentlich die nächste Wahl? Februar 71, nächstes Jahr. Das heißt, die Wahlperiode müsste auch bald losgehen. Oh, jetzt bauen wir die erste Universität in Neuseeland. Goldminen auch nicht. Neu gegründete Parteien, Landwirtschaftspartei und Liberale Partei. Da würde ich jetzt gerne mal einen Blick drauf werfen. Also, wir müssen erst kurz laufen lassen, bis ich das. Warten wir einen Monatswechsel ab. Die haben sich abgespalten hier. Okay, ich glaube nicht, dass wir mit der Regierung dann noch weiterfahren können. Die ist inakzeptabel. Dann werden wir wahrscheinlich zumindest eine Fraktion rauswerfen müssen. Und ich nehme an, dass das tatsächlich die Landbewohner sein werden. Ja, schade, die Regierung war eigentlich sehr schön. Verbrennen wir freundlicherweise diesen Brief. Thomas Stewart. Anführer der Landwirtschaftspartei wird der fahrlässigen Korruption beschuldigt. Er stritt die Anschuldigung energisch ab, bis belastende Briefe auftauchten, die er unterzeichnet hatten. Er sollte isoliert werden, um den Rest der Partei zu schützen. Ja, so sind wir. Was sagt denn das Momentum? Ja, die haben eh schon minus 64. Arbeiterbewegung. So wie die Welt industrialisiert wird, so werden auch die Arbeiter immer organisierter und streiten für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Das heißt, die letzte Level 2 Technologie hier ist durch. Dann gleich hier mit ran an chemische Bleichen. Warten in der Gesellschaft den Spread ab. Zivilisierungsmissionen breiten sich aus, das ist schön. Können wir Kolonialamt um eine Stufe erhöhen. Oh, ist Tidor unabhängig?
unabhängig, sehe ich das richtig? Ohohoho. Wie viele Truppen haben die? Oh, die sind stärker als wir. Da müssten wir uns auf Papa Walter verlassen. Sind die wirklich stärker als wir? Was haben denn die für... Na, das sieht man nicht mehr, ne? Linieninfanterie. Wir sind ja weiter einen. Auf Plänkler. Aber da sollten wir erstmal unser Militär und auch, ich meine, hier die Westneuguinea könnten wir natürlich nehmen, aber wenn wir auch noch den Staat Tidor haben wollen. Dann sollten wir ja schon zusehen, dass wir auch ein bisschen Marine haben, ne? Was haben denn die auf an Marine? Marine haben die 0. Jetzt fletscht der Palzi schon wieder die Zähne, ne? Nee. Sowas von aggressiv. Es ist halt eine Gelegenheit, ne? Wenn man die jetzt nicht wahrnimmt, könnte jemand anders auf die Idee kommen, sich das zu geiern. Aber das Geiern, ihr Lieben, dann frühestens beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.